Hallo, heute erfahrt ihr etwas über die Mumifizierung. Das alte Ägypten, die Zeit der Pyramiden, Pharaonen und Schatzkammern. Vor gut 4000 Jahren ließen die ägyptischen Könige Pyramiden errichten, die später einmal ihre Grabstätten sein sollten. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod war weit verbreitet. Für das Leben im Jenseits war es wichtig, den Körper vor dem Verfall zu schützen. Die Verstorbenen wurden mumifiziert. Das Wort Mumie stammt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt Wachs. Doch wie sah dieser Prozess eigentlich aus? Zunächst wird die Leiche gewaschen. Anschließend wird das Gehirn durch die Nase herausgezogen. Die Leere im Kopf wird mit Salböl gefüllt. Die restlichen Organe bis auf das Herz werden durch einen Schnitt an der linken Seite des Oberkörpers entfernt. Dann wird die Leiche ein zweites Mal gewaschen. Um den Körper zu entwässern, wird sie mitsamt der Organe in Salz eingelegt. Nach 35 bis 40 Tagen wird die Leiche ein drittes Mal gewaschen. Anschließend werden der Tote und die Organe gesalbt. Nun werden die Mumie und die einzelnen Organe mit Streifen aus Leinentüchern eingewickelt. Die Leiche wird mit Schmuck und Amuletten versehen und in einen Sarkophag gelegt. Die Organe kommen in einen eigenen Sarg, den sogenannten Kanopenkrug. Insgesamt dauert es 40 bis 70 Tage, bis ein Toter bestattet werden kann. Der Sarkophag und der Kanopenkrug werden mit prunkvollen Schätzen in die Pyramide gebracht. Um Grabräuber fernzuhalten, wird die Pyramide mit Pfeilen ausgestattet und der Eingang versiegelt. Aus diesem Grund können wir auch noch heute Mumien in den Museen bewundern. Vielleicht triffst du bei deinem nächsten Museumsbesuch ebenfalls auf eine echte Mumie.